Okay. Keine überirdischen Löcher. Perfekt. So. Na, fuck. Toll. Jetzt weiß ich aber, wo es liegt. Liegt genau da. Klack. Ha. Ich hab mal recht. So, na, wie gesagt, bei meinem Glück treffen wir jetzt auf die Riesenspinne. Bei meinem Glück. Also die kleine Frostspinne war verletzt und so. Beim Glück haben wir heute jetzt einen Rack Attack hier. Also, ich schwöre euch, dann werde ich das auch so nennen. Kommt in die Beschreibung, dick rein, a Rack Attack. Also wenn ich jetzt hier auf die riesen Frostbissspinne treffen sollte. Oh, guck mal. Wieder meine Lieblingsfallen. Eins, zwei. Eins, zwei. Oh, wir sind hypnotisiert. Ha, nein, Quatsch. Autsch. Ich schwöre euch, kommt jetzt irgendwo noch eine Spinne, laufe ich das ganze Ding zurück, egal ob die Dinger mich treffen oder nicht. Huch. Hey du. Und stopp. Ah, wie geil die Physik ist, ey. Wenn ich den Kopf treffe. Oh, ein Orikaliumbarren. Oder was das Ding ist, ey. Nein, das will ich nicht. Ups. Nee, aber habt ihr das gesehen, wie geil eigentlich die Physik ist? Wenn ich den Kopf treffe, gehen die Knicken da hinten weg. Das gibt's in relativ wenigen Spielen bisher, glaube ich. Also, dass die Physik so geil ist. Knicken die wirklich, also vorne ein und knicken nach hinten weg, ey. Irgendwie gefällt mir das noch nicht. Aber mir gefällt ja nie was, was in Höhlen ist. Also insofern, das habe ich jetzt schon 50 Mal gesagt. Irgendwie gefällt mir das nicht. Aber, naja, hey, was soll's. Mir muss es ja auch nicht gefallen, ich muss ja nicht leben. Nein. Nicht gut. Ah, hier ist ein Ausgang oder sowas. Ja. Speichern. Nein, das reicht jetzt. Eisentür öffnen. Haha. Ha. 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 Ah, bitte nicht. Schauen wir uns noch mal um. Alles die gleichen Bilder? Hatte zwei Stäbe in der Hand? Der hat auch zwei Stäbe in der Hand und Federn. Und da hat er irgendwas anderes. Zwei Dolche in der Hand. Sprich. Da hat er auch zwei Dolche in der Hand. Also. Flammen. Die Eule. Und? Was das darstellen soll, weiß ich noch nicht. Und da ist wieder was anderes. Fuck. Also, das sind komische Vögelviecher. Guck mal nochmal. Ich hoffe, dass das Rätsel jetzt so ist, ey. Okay, dann müsste ich eigentlich nur den hier drehen. Nämlich das nicht. Federviech war es auch nicht. Das
Und das, da war die Eule. Also zweimal drehen. So, hier, das wird wahrscheinlich dann ein Bärchen sein? Weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall recht komisch aus, das Ding. Und das wird dann das andere sein. Sprich, das, was oben drin ist. So, und das ist dann Feuer. Also, mit Lava zum Bärchen drehen. So. Jetzt ist da. Klack. Hört's nicht? Scheiße. Cool. Also die Motten haben wir, dann haben wir dieses komische Ding. Was das darstellen soll, weiß ich trotzdem nicht, Vögel. Raben. Vögel. Aber da ist kein Vogel drauf. Wo brauchen die Viecher? So, das muss doch mal so rum. Ja? Nö, okay. Das ist cool. Gibt hier vielleicht irgendwo ein Buch zu lesen, ich das Rätsel entziffern kann. Ganz zufällig oder so. Und drin steht erst das, und dann vielleicht mal das, wenn du Lust hast. Was? Quatsch, ich würde sagen, kommt da jetzt auf die Ohren oder was? What the? Na gut, dann müssen wir weiter rätseln. Ich habe keine Lust, das Ding jetzt rauszugehen. Also natürlich erst die Motten. Na, das wird der innerste Kreis sein, kleiner, glaube ich. Keine Ahnung. Motten, dann irgendwas und dann die Eulen. Sprich, hier unten müssen die Eulen hin. Dann versuchen wir es mal so rum. Dann kommen hier die Eulen hin. Da in der Mitte das Bärchen. So, machen wir so rum. Das willst du also auch nicht. Na toll. Dann machen wir das da. Das war alles durch, fertig ist Arschein. Gibt ja nicht viele mögliche Kombinationen. So. Alter. Wisst ihr was? Ich informiere mich darüber mal kurz im Internet, weil ich habe keine Lust, jetzt hier 20 Stunden zu sitzen und ich ein Rätsel, oder? Kann es doch nicht sein, ey. Ist doch scheiße hier, ey. Auch nicht anklicken und nix, Motten. Das, das und dann das Feuer im innersten Kreis. Hallo? So schwer kann das Rätsel eigentlich sein, ey. Raff ich nicht. Ist mir zu hoch.